Morgens 7:30 in der Düsseldorfer Altstadt. In der Kirche St. Andreas beten die Dominikaner ihre Laudes, ihr Morgengebet. Still. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Draußen beseitigt die Stadtreinigung lautstark die Spuren der Nacht. Um St. Andreas ist Düsseldorfs Partymeile und beinahe jeden Abend Remi Demi, eine Rhapsodie der Party und der Patres. Ich muss immer etwas schmunzeln. Manchmal bekommen wir Anfragen, ob man bei uns so stille Tage im Kloster verbringen könnte. Das Angebot gibt es ja auch von einigen Klostergemeinschaften, aber da sage ich immer, da sind Sie bei uns falsch. Da gehen Sie tatsächlich am besten aufs Land, wo die Vögel zwitschern und wo es Kühe gibt und so weiter. Das ist hier in der Düsseldorfer Altstadt nicht gegeben. Du wirst dein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken. In der Vergebung der Sünden. Die längste Theke der Welt. Einst ein Werbeslogan. Heute synonym für das Altstadtviertel. Zwar gibt es hier keine Bar mit einer besonders langen Theke, aber die höchste Kneipendichte auf sehr kleiner Fläche. 250 Bars, Discos, Pubs und Restaurants ziehen Millionen Besucher an. Und mittendrin die 8 Dominikaner in ihrem Kloster. Ist das der richtige Platz für ein Kloster? Nein, nein, nein. Warum? Weil hier nur gesoffen wird. Hey, Georg, der Partymeile. Ist das hier der richtige Ort für ein Kloster? Zuerst mal würde ich sagen, nein, weil es halt eine Partymeile ist mit Alkohol in allem. Und ich würde es nicht miteinander verbinden. Aber im Grunde könnte ich mir vorstellen, dass am Ende die Leute, die vielleicht wirklich Sorgen haben und hier feiern und trinken, doch einen Platz für sich im Kloster finden können. Nee, würde ich absolut sagen, ist nicht der richtige Platz. Ne? Weil ich bin so seit einigen Jahren in der Altstadt unterwegs. Ich habe auch lange Zeit in der Altstadt gearbeitet. Wenn man manchmal so erlebt, was so abends dann hier direkt am Kloster los ist, ne? Dass besoffene Leute dann rumlaufen, ne? Die dann zwischendurch mal auch mal ein bisschen nicht unangenehme Sachen machen, ne? Vielleicht hinten in die Ecke pinkeln oder sonst was. Das muss wirklich nicht sein. Also ich würde mich jetzt selber nicht trauen, da zu klopfen oder zu klingeln und fragen. In diesem Lock jetzt nicht. Naja, auch so, wenn ich privat jetzt hier wäre. Deswegen. Ich bin auch nicht so jetzt der Gläubige, der... Wir sind Atheisten. Dennoch, der Prior der Dominikaner fühlt sich wohl in dieser Nachbarschaft. Ja, warum denn nicht? Also, Jesus ist zu den Menschen gegangen und die Menschen sind zu Jesus gekommen und wir tun hier im Prinzip dasselbe. Wir sind bei den Menschen. Es kommen viele Menschen zu uns, auch aus ganz Düsseldorf und Umgebung. Und wir sind da, wo eben auch Menschen sind. Das ist eigentlich wunderbar. Die haben ja, gut, weiß ich auch. Ich sage nur, früher kannst nicht mehr kalkulieren. Acht Patres lassen sich darauf ein. Die Gemeinschaft ist stark und manchmal lustig. Auf welche Schule gehst du? Manuel, was sagst du dann jetzt zu den angekündigten Preiserhöhungen für 2019? Ja, ist eine Tragik. Nah am Leben, das passt zum Orden.
Klöster in der Abgeschiedenheit der Natur sind bei den Dominikanern eher selten. 1972 übernahmen die Ordensleute die Seelsorge an der ehemaligen Hof- und Jesuitenkirche St. Andreas. Schon damals gab es rund um das neugebaute Kloster und die barocke Kirche die Partymeile. Die Patres wussten, worauf sie sich einlassen. Sind Sie denn gelegentlich selbst auch unterwegs? Ziehen Sie um die Häuser? Nee, um die Häuser ziehen tue ich nicht. Nee, aber ich gehe gern zu Kulturveranstaltungen. Ich gehe auch gern mal mit Freunden Bier trinken oder noch lieber was essen. Am liebsten an den ruhigen Abenden, Sonntag oder Montag. Da treffe ich mich auch schon mal mit Leuten, die hier in der Altstadt arbeiten. Manchmal resultiert daraus dann auch schon mal eine Trauung oder ein Seelsorgegespräch oder eine Taufe. Also da bin ich eigentlich so in einigen Kneipen auch gut bekannt. Aber nicht in den 250. Es sind eben nicht nur die räumliche Enge der Altstadt und der Lärm, die das Klosterleben prägen. Die Düsseldorfer Patres können Augen und Ohren nicht davor verschließen, dass sie auch in einem sozialen Brennpunkt leben. Pater Franz ist der älteste Mitbruder. Nächstes Jahr wird er 80. Mit dem allabendlichen Trubel direkt vor seinem Fenster hat er sich arrangiert. Das heißt nicht, dass ich gut finden muss, wie die anderen leben. Mir tut es oft weh in der Seele, wie die ihr Leben, was sie damit machen, wie sie sich wegschmeißen. Ich habe hier Menschen sterben sehen, hier vor der Tür. Ne? Kennen die auch viele junge Leute, die sich amüsieren wollen. Manchmal die auch nerven, wenn sie sehr laut sind. Aber auf der anderen Seite kann ich mich freuen an der Lebensfreude der jungen Leute. Sie stört das alles gar nicht hier? Nee. Also es darf kommen und gehen, wie es will. Laut oder leise oder was gerade alles passiert. Da zu sitzen, wo bin ich, wo ist meine Quelle, wo ist der innere Halt? Und die Kraft, die ich dann von daher komme, die möchte ich vermitteln. Pater Manfred trifft regelmäßig seine Kumpel, wie er die Obdachlosen vor dem Kloster nennt. Aber bist heute alleine hier, ne? Der Michael ist nicht da, ne? Welcher Michael? Ich gehe in der Woche nie Mittag an der Kirche. Was ist denn da? Ich bin auf den Knopf gefallen, weil ich zu viel getrunken hatte. Haben Sie genäht? Ja, zweimal. Da und da. Das Hirn ist raus. Nein, es ist immer drin. Nicht raus. Die meisten Pater kennen mich hier. Ja, Kalle ist ja super. Ja. Wie lange sind Sie schon hier? In der Altstadt. Oh, seit 92. ist ja staunen. Ja. Und dann habt ihr die eine Dame, die spricht ja so laut. Die betreut euch, scheint es immer da, die eine. Welche? So eine kleine Pummelige mit lockigen Haaren? Mit ihrem Schädelschwanz. Die da, sicher. Welche meinst du denn jetzt? Pass auf, da. Die hat eine laute Stimme. Ach, die Julia. Die Julia. Die kannst du bei der Feuerwehr anstellen. Weiß ich. Jedenfalls ist sie immer zugange hier mit einigen. Mach das. Ja, will ich aber nicht. Macht sie immer Vorschriften. Ja. Dann denke ich oben am Schreibtisch, gut, dass du im Kloster bist, dass du keine Frau hast. Tschüss. Mit Vor- und Nachteil. Als die Stadtverwaltung vor Jahren Bettler, Obdachlose und Drogenabhängige vertreiben wollte, erhoben die Patres Einspruch. Auf dem Kirchengrundstück durfte die Polizei nicht einschreiten. Das Motto der Dominikaner heißt Glauben leben, Wissen teilen, Leben begleiten. Hin und wieder ist das wörtlich zu nehmen. Du kommst in die Kirche rein und der macht sich gerade was flüssig für die Spritze. In der Kirche. Ja, sicher, ist ein geschützter Raum. Und dann stehst du da und fragst dich, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann ist es bei mir ganz einfach. Dann sage ich, Junge, dann setz dir den Schuss. Du brauchst ihn. Wie lange wird er halten? 6 Stunden? Gut. Ich passe auf, dass keiner kommt. Aber dann aus der Kirche raus. Also es ist immer so ein Weg. Ich kann ja nicht sagen, geh einfach weg. Also ich muss so einen Mittelweg finden. Und da hat er was gemacht. Ja, und wir haben eine gute Beziehung dann bekommen. Ein hochintelligenter Mann. Du kannst über Philosophie mit dem reden, alles. Also wir müssen uns, glaube ich,
immer unterscheiden zwischen dem Menschen, der er von Natur her ist, und dem Menschen, zu dem er gemacht wurde oder sich gemacht hat. Bleibt da noch Raum für die Verkündigung des Glaubens und die Suche nach Gott? Oder ist es eher Sozialarbeit im Brennpunktviertel? Ist da nicht die Nähe zum Elend und zur Sünde viel stärker als die Nähe zu Gott? Nee. Nee. Wo die Sünde ist, ist Gott. Wo soll er sonst sein? Nein. Nein, nein. Ich glaube, es sind verschiedene Berufungen, die man hat. Hallo. Verschiedene Berufungen, die man hat. Ein Mönch, der nur in seiner Zelle sitzt, leistet einen wichtigen Dienst. Er sorgt für ein spirituelles Ökosystem in der Welt. Wir leben hier, wir können uns das alles gar nicht aussuchen. Hier musst du dich entscheiden. Aber eines kannst du hier nicht. Die Augen zu haben. Geht gar nicht. Ist auch gut. Wünschen Sie sich das manchmal? Ja. Abgeschiedenheit? Ja. Das heißt, Sie können auch mal hier das Kloster verlassen und ins Grüne ziehen? Habe ich zu wenig gemacht, weil frei. Aber ja, der Traum ist immer da. Aber ich habe gesagt, okay, das sind die Bäume und Pflanzen, das sind meine Bäume und Pflanzen. Und die stört die Präsenz der Gärtner, der Geistlichen, gar nicht. Im Gegenteil. Okay, mit Pater Manfred habe ich nicht so ein ganz gutes Verhältnis, weil der ein bisschen strenger ist. Aber Pater Manuel hat mir schon ein paar Mal geholfen, finanziell. Und ja, der Ringer. Wolfgang. Ja, natürlich Wolfgang, aber der Ringer. Der hat mir auch schon mal geholfen. Und ich muss sagen, ich gehe ja, sagen wir mal, im Jahr, also in 3 Monaten gehe ich höchstens 2-mal in die Messe, aber dann gehe ich wirklich in die Messe. Und Pater Wolfgang führt die Messe mal ziemlich lang, aber es tut sehr gut. So, obwohl ich Agnostikerin bin, muss ich leider zugeben, jetzt ehrlich in der Kamera. Aber das heißt ja nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass es einen Gott gibt oder nicht. Es tut einfach gut. Heute predigt der Ringer. Pater Wolfgang ist tatsächlich ein leidenschaftlicher Kampfsportler. Die Messe am Sonntag ist stets gut besucht, nicht zuletzt wegen der Predigten. Sie gelten als rhetorisch ausgefeilt und meinungsstark. Gerade die Verkündigung ist dem Dominikanerorden wichtig. Predigerorden hieß er deshalb ursprünglich. Wir sind versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus, der Herr, sei mit euch. Mit deinem Geist. Die Predigt des 60-Jährigen. Er bekennt sich zu einer Sozialpolitik, die manche als links bezeichnen würden. Ihm geht es um die Sache. Und Pater Wolfgang, der schon seit 25 Jahren zum Düsseldorfer Konvent gehört, findet klare Worte gegen Rückwärtsgewandte innerhalb und außerhalb der Kirche. Für Gnostiker, die bis heute in allen möglichen Verkleidungen auftreten, ist eigentlich alles Leibliche und Materielle suspekt. Es recht Sexualität. Unrein. In diesem Denken hat Unberührbarkeit ihre Wurzel und soziale Ausgrenzung. Trotz aller leib- und sexualfeindlichen Anschauungen, die der Kirche ja auch mit Recht vorgeworfen werden, hat sie das Leibliche und Körperliche nie grundsätzlich abgelehnt oder verachtet. Ist immer sehr individuell, auch wie Pater Wolfgang dann gerade immer sehr menschlich, auch sehr bodenständig eben predigt. Und das nimmt auch sehr viele Menschen natürlich auch mit ein und auch Gläubige, und deswegen ist er auch immer sehr beliebt, ja. Er hatte auch immer ein paar besondere Ideen und macht auch den Text etwas anders, spricht auch manchmal von Frau, Muttergott. Das ist ja sonst ganz selten in der römischen Kirche. Das gefällt mir. Ja.
Wir wollen etwas Schönes für Gott tun. Ganz und gar nicht nur etwas Gebotenes. Und nicht nur etwas Hilfreiches, noch nicht einmal nur etwas Heilsames sollen wir tun, wenn wir zum Beispiel heute aufstehen in unserem Alltag gegen die Diskriminierung von Leuten durch Hartz IV. Wir sollen in Gottes Namen und für ihn tun, was uns innerlich erfüllt, was uns innerlich erhebt. Und ich glaube, dass er, der alle Schönheit dieser Erde erschaffen hat, sich auch von der Schönheit unseres Denkens und Handelns berühren lässt, denn er ist wahrhaft Mensch geworden. Amen. Ich bin seit vielen, vielen Jahren jeden Sonntag hier in Andreas, weil ich die Predigten sehr zu schätzen weiß. Die Predigten geben mir einen neuen Weg, einen neuen Hinweis und das finde ich wunderbar. Das habe ich in anderen Pfarren nicht gefunden. Ich bin sehr, sehr begeistert. Die Predigten sind Trumpf der Dominikaner in Düsseldorf. Außerdem ist die Andreaskirche ein Ort der Kultur. Es gibt jede Woche ein Konzert und immer wieder Literaturtermine, auch außerhalb der Kirche, in Buchhandlungen etwa. Als die Dominikaner Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland neu Fuß fassen, sollen sie den Katholizismus im protestantischen Düsseldorf verbreiten. Die Menschen dort, so heißt es damals, seien sehr rege und geistig sehr aufgeweckt. Aber auch das sittliche Elend dort sei sehr groß. Pater Elias ist es besonders wichtig, die einstige Jesuitenkirche als Bau- und Kulturdenkmal zu würdigen. Hier in St. Andreas haben sich eben auch zahlreiche historische Messgewänder erhalten, also Gewänder, die im Gottesdienst früher getragen wurden. Einige von ihnen tragen wir bis heute noch an bestimmten Festtagen, denn die sind ja für den Gottesdienst geschaffen worden und nicht hier für einen solchen Schrank. Die barocke Reliquienbüste etwa ist Zeugnis einer Zeit, da die Hofkirche von den Fürsten reich beschenkt wurde. Das ist auch unser Versuch hier als Dominikaner in der Düsseldorfer Altstadt, immer wieder die Türen zu öffnen, Menschen einzuladen. Schau doch hin, schau dir diese Dinge an. Und selbst wenn du nicht gläubig bist, sieh doch, was vergangene Zeiten hier geschaffen haben, was in der Gegenwart hier gemacht wird. Und vielleicht kannst du ja doch etwas davon gebrauchen. Darum auch ist die Andreaskirche eine offene Kirche, allerdings unter Aufsicht. Außer dem heiligen Dominikus hat vor allem der ehrenamtliche Empfangsdienst im Auge, was in der Kirche vor sich geht. Und nicht selten suchen Besucher Gespräche, Hilfe, Seelsorge. Neben seinem Priesteramt ist ihm auch soziale Arbeit wichtig. Pater Wolfgang ist Gefängnisseelsorger. Er leistet Häftlingen geistlichen Beistand. Vor Jahrzehnten hat er die Armenküche in der Düsseldorfer Altstadt aufgebaut. Pater Wolfgang ist ein Machertyp. Was gibt's denn heute? Linsensuppe machen wir heute. Vielmehr gesagt, die ist jetzt schon fertig. Wird gern genommen? Ja, in jedem Fall. Suppen an sich samstags immer. Viele Bedürftige haben hier die einzige Anlaufstelle, um eine regelmäßige Mittagsmahlzeit zu bekommen. Die Armenküche lebt ausschließlich von privaten Spenden. Das Brotmesser kommt, glaube ich, auch weg, ne? Pater Wolfgang, privat nicht nur begeisterter Ringer, sondern auch ebensolcher Radfahrer, packt regelmäßig mit an. Vielen Dank auch. Gerne. Und lernt mehr und mehr Menschen mit gebrochenen Biografien kennen. Ich war dreimal im Leben selbstständig, bin finanziell durch Fremdverschulden nach unten gekommen. Und deswegen muss ich heute von der Minimalrente leben. Das hilft mir so ein bisschen über die Runden zu kommen.
Wie fühlt sich das an? Also ist das, fällt Ihnen das leicht, hierher zu kommen? Das hätte mir vor 15 Jahren noch nicht eingefallen. Ja, wäre mir das noch nicht eingefallen. C'est la vie, wie das Leben so spielt. Ne? Weil eigentlich ist es etwas Unwürdiges, ja, für ein Land, das sich auch soziale Gerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, dass es Armenküchen braucht. Die braucht es, weil es zu geringe Renten gibt. Die braucht es, weil einfach Leute, die krank sind und sich nicht gut vertreten können, einfach auch durchs soziale Netz fallen. Die braucht es, weil Leute Wochen und Monate, ja, auf ihr Hartz IV nach Beantragung warten müssen. Die braucht es, weil die Mieten zu teuer sind und so. Und das finde ich schon relativ skandalös, dass es dann so Armenküchen braucht. Und relativ schön, dass es so viele Leute gibt, die das hier unterstützen, dass das wirklich auch in einer guten Form läuft hier. Für soziale Arbeit, für Gerechtigkeit legt Pater Wolfgang sich ins Zeug. Es gibt Mitbrüder, die in ihrem Engagement andere Schwerpunkte setzen. Wir sind ja eine Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Brüdern. Ich glaube, so im normalen Leben würden wir nie freiwillig miteinander leben. So unterschiedlich sind wir als Charaktere, als Typen. Wir haben auch ganz unterschiedliche Kirchenbilder, ganz unterschiedliche Theologien. Das ist aber trotzdem eine große Stütze, nicht allein zu sein, sondern in einer Gemeinschaft zu sein. Noch ein Typ. Pater Manfred unterwegs zu einem guten Freund. Hey, schöne Grüße vom Elias. Ja, danke. Brioche-Teig mit karamellisierten Mandeln. Ja. Eine schöne, leckere Schweinerei. Ja. Bitte schön. Eine Minute Späßchen, halb der Erfolg. Als geistige Nährväter, und das sehe ich jetzt als Bäcker so, gerade bei der guten Predigt, die wir in der Andreaskirche genießen können, spielen die Dominikaner schon eine echt herausgehobene Rolle. Und das macht mir immer viel Spaß, auch dann bei euch in der Gemeinde zu stehen und dann andächtig zu lauschen. Ja. Und der Vorteil ist bei uns, ist natürlich eine Chance. Da wollen wir nicht hochmütig sein. Wir sind 8 Leute, 8 verschiedene Prediger, 8 verschiedene Profile. Eine normale Pfarrei hat einen Pfarrer heute. Und das ist natürlich auch ein Angebot, wie er hier Kuchen, er macht ja nicht nur ein Brot, er macht ja Sorten für sich um hier. Ist ja riesig. Und die Leute stehen hier Schlange. Aber eben nicht nur für Brot. Über die nächtlichen Partytouristen gehen die Meinungen auseinander. Letztendlich ist das alles ein ganz frickiges Völkchen in dem Moment und deshalb ist das auch eine schöne Ergänzung, diese krassen Gegensätze tatsächlich auch. Einerseits halt eben dann die Andreaskirche, auf der anderen Seite halt eben die feierwütigen Menschen. Und das ist schon wirklich viel Leben in Düsseldorf, das macht viel Spaß. Also hier kann man nicht auf Distanz leben. Man tritt sich auf die Füße, nicht? Das geht so, wenn er hinter mir herkommt, sagt er, guten Morgen, gelobt sei Jesus Christus, hat er noch nicht gesagt. Ne? Das heißt, du siehst dich, du triffst dich, du gehst aber auch wieder weiter, du hältst niemanden fest, aber man ist relativ nah miteinander. Hier allerdings sind für Pater Manfred die Grenzen der Nähe erreicht. Werdende Ehemänner begehen hochprozentig ihre sogenannten Junggesellenabschiede. Da sind mir meine einfachen Kumpel lieber. Die knallen sich mal die Hacke voll und dann sagen die, ey Pater, wir haben ganz tollen Stoff, willst du mal schliefen? Ne? Kriegt auch eine Rote, ne? Das ist ehrlich, das ist klar, das ist durchsichtig. 8 Patres, 8 Charaktere. Die Gemeinschaft der Ordensbrüder aber steht im Vordergrund, sichtbar in der Konventmesse. Pater Elias schlägt den Boden von der biblischen Geschichte zur heutigen Situation der Kirche. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die Kirche feiert heute Petrus und Paulus, 2 Männer der ersten Stunden. Wie die beiden bauen wir an Gottes Kirche mit. Mit unseren Stärken, mit unseren Unterschieden, mit Kopf oder Gefühl und auch damit, dass wir nicht perfekt sind. Wir müssen nicht immer alles richtig machen. Wir dürfen sogar scheitern. Es kommt nur darauf an, dass wir der Kirche ein Gesicht geben, unser menschliches Gesicht. Dann ist auch die Kirche unserer Tage besser als ihr Ruf.
Amen. Die Dominikaner auf der Partymeile. Das ist kein Irrtum. Ganz bewusst wollen sie unter den Menschen sein. In der Düsseldorfer Altstadt. Ich glaube, das passt hier ja trotzdem. Die Jungs können sich schon durchsetzen. Die machen das schon. Das sind die Krieger Gottes, glaube ich.